Achtung an alle, die sich um uns sorgen. Ja, alle Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger. Guten Morgen. Begrüßung heute mal hier aus einem Krankenhauszimmer. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass es zu Hause schöner aussieht. Vielleicht ein bisschen der Hintergrund. Aber ich begrüße euch heute hier aus dem Krankenhaus. Und zwar wurde der Gianluca eingeliefert. Der Notarzt war da heute Nacht und es ging ihm leider gar nicht gut. Jetzt bin ich hierher gefahren zusammen mit dem Liam. Der hat Gott sei Dank geschlafen. Ihr wisst ja, er hasst das Autofahren, aber jetzt ist er wach geworden. Ich habe dem Gianluca jetzt heute Morgen noch schnell was gekocht. Also ich habe heute Nacht noch Schnitzel paniert. Ja, und heute Morgen halt in der Pfanne gebraten, damit das Kind was Ordentliches zu essen hat. Ne? Krankenhausessen ist ja echt schrecklich. Also hier steht auch noch sein Frühstück. Aber das ist ja alles total egal. Jedenfalls schauen wir mal, was jetzt die Untersuchungen ergeben. Blut wurde abgenommen gestern schon und EKG und so weiter. Also ja, mal schauen, was da jetzt bei rumkommt. Ich nehme euch mit in diesem Video und ja, schauen wir mal, was jetzt hier so passiert in diesem Krankenhauszimmer. Das ist total mega, mega ist, ne? Nee, natürlich nicht. Also, hier ist das Essen. Mache ich jetzt mal meinem Lucky zurecht, ne? Und dann schauen wir weiter. Cola habe ich für mich mitgenommen. Für meine Nerven. Ich brauche Zucker. Also, viel Spaß beim Video. Und zack, keine Minute später klopft es an der Tür und das Mittagessen ist da. Wollen wir mal zusammen reinschauen? Voll interessant, nicht? Okay. Das schaut nach Hühnerfrikassee aus. Und eine Tagessuppe und ein Apfel. Ich glaube, der Luki bevorzugt das Essen von der Mama. Ne? Ich würde es ja essen, aber ich esse ja kein Fleisch. Also gut, ich warte jetzt hier auf die Ärzte. Leute, ich schmar einen Scheiß, aber ne, was will man machen? Wir warten auf die Ärzte. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Oh mein Gott, hört ihr das? Der Hubschrauber, der landet jetzt auch gleich. Oh mein Gott, ich kommt da immer voll die Gänsehaut bei sowas. Ganz schlimm. Ja, also wir haben jetzt hier die ganze Zeit gewartet. Ich war jetzt mal vorne bei den Schwestern. Ich warte jetzt immer noch auf den Arzt. Der soll angeblich jetzt um 2:30 kommen. Also ich bin ja schon eine ganze Weile da. Blut wurde ihm ja abgenommen. Ein Zugang wurde gelegt. EKG wurde gemacht. Die Galle und die Niere wurden ja, also da wurde ein Ultraschall gemacht. Also ihr merkt schon, ne, ich habe schon wieder Wortfindungsstörungen des Grauens, weil mich das draußen total ablenkt. Wie gesagt, das ist für mich ganz schlimm. Auch gestern wurde ein Kind untersucht, unten in der Notaufnahme. Das hat so geweint, ich musste rausgehen. Aber das macht mich fertig, sowas. Ne? Also das ist kein Job für mich. Hochachtung an alle, die sich um uns sorgen. Ja, alle Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger. Es geht alles weiter. Er hat so eine Gänsehaut, ganz schlimm. Ja, also der Luki, der liegt jetzt hier und spielt ein bisschen mit dem Liam. Der Bruder ist natürlich auch da. Es ist schön, dass wir da sind. Und ja, gestern war der Max da mit dem Kumpel, ne? Mit dem Passi. Da hat der Luki sich gefreut. Und ja, jetzt müssen wir halt warten. Ich schaue, dass der Luki jetzt vielleicht hier ein bisschen rumläuft, ne? Wegen dem Kreislauf. Und mehr können wir leider nicht machen. Also ist natürlich total blöd. Draußen ist auch super warm. Der Alessandro ist im Schwimmbad. Ist natürlich total schön. Aber der Luki muss halt hier liegen. Ne? Beziehungsweise hier im Krankenhaus sein. Jetzt schauen wir mal, was da rumkommt, wenn die nächste Visite kommt. Und dann melde ich mich nochmal bei euch. Nelly! Ja, wo ist dein Brudi? Wo ist dein Brudi? Ja. So kann man sich auch beschäftigen, ne? Also gut. Ich melde mich später bei euch. Bis dann. Tschüss. Wir sind jetzt hier mal im Spielzimmer. Der Luki ist natürlich definitiv zu groß, keine Frage. Aber wir haben hier ganz viele tolle Bilder entdeckt. Kinder, die sich bedankt haben. Richtig schön, was sie geschrieben haben. Hier zum Beispiel, danke, dass ihr meinem Bruder geholfen habt. Ja, total süß. Und der Liam, der ist leider auch noch zu klein, ne, um hier zu spielen. Aber ja, wir schauen jetzt einfach mal, dass wir vielleicht draußen noch ein bisschen rumlaufen, wenn es dem Luki gut geht. Direkt mal den Liam hier gewogen, ne? Guten Morgen, da sind wir wieder aus der Klinik.
Mit Gianluca, der Liam ist natürlich auch mit dabei. Die Nacht war ruhig und wir warten jetzt auf den Arzt, damit er uns berichtet, wie die Ergebnisse sind, also die Blutergebnisse und das EKG. Blutdruck wurde heute Morgen, heute Nacht alles nochmal gemessen, Fieber und so weiter. Und ja, wir warten jetzt und dann melde ich mich später nochmal bei euch. So, ihr Lieben, also der Arzt war da, hat uns alles erklärt. Hier ist der Arztbrief und zwar nennt sich das, was der Gianluca hat, Mäulenkracht. Habe ich noch nie gehört. Hier stehen noch diverse andere Dinge. Das wird jetzt zum Kinderarzt geschickt. Also ja, da müssen wir jetzt einfach mal schauen. Müssen das eben immer im Auge behalten und unter Kontrolle. Der Gianluca, der hatte einen Schwächeanfall am Samstagnacht. Da kam dann eben auch der Notarzt. Und es sind aber zwei verschiedene Sachen, die er quasi hat. Also er hat nämlich auch immer die Augen so gelb, also das Weiße. Also das Innere vom Auge, mein Gott, also ihr wisst, was ich meine. Es ist beim Gianluca ganz oft ganz gelb. Und ich sage immer zu ihm, er soll ganz viel trinken. Da ist er übrigens. Und das hat er schon mal vor 2 Jahren. Da waren wir auch beim Arzt. Da wurden verschiedene Untersuchungen gemacht. Also die Niere, Galle wurde Ultraschall gemacht und so weiter. Aber ja, so wirklich wusste keiner, was da los ist. Also das Bilirubin quasi wird beim Gianluca nicht so richtig abgesetzt. Also es kann nicht raus aus dem Körper. Da hat das Blut so ein bisschen Schwierigkeiten und ja, man kennt es ja eigentlich von Babys, ne? Mit der Gelbsucht. Hatten wir ja zur Genüge nach Liams Geburt, waren wir sehr, sehr lange in der Klinik. Ne? Das war immer ganz, ganz hoch und er hat mir auch den Vergleich gesagt. Beim Gianluca war es jetzt unter 2, beziehungsweise 2, noch was erhöht. Und bei den Babys geht es ja meist bis 18, 19 hoch, was ja richtig schlecht ist. 19 hatte der Liam auch. Auf jeden Fall war es richtig blöd. Egal, wir müssen jetzt schauen. Also er macht ja wirklich viel Sport, er muss halt viel trinken. Und wie gesagt, das waren jetzt zwei verschiedene Sachen. Also diese Ohnmacht, beziehungsweise das Gelbe in den Augen. Also ne, das Bilirubin. Ja, so viel dazu. Ich möchte euch bitten, jetzt nicht in die Kommentare zu schreiben, ja, macht das und das und das ist das und das. Ich bin hier gut aufgehoben, also wir sind gut aufgehoben und ich vertraue hier den Ärzten. Die sind wirklich super kompetent, alle super nett, erklären alles. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, ne? Weil dann jetzt ganz viele dann meinen, sie wären auch Ärzte und schreiben dann irgendwelche Sachen und verunsichern einen halt. Natürlich, wenn es lieb gemeinte Ratschläge sind, dann ist das was anderes. Aber ja, ich habe es jetzt auch wieder auf Insta gemerkt, da kommen dann wirklich Nachrichten da. Ja, das ist jenseits von Gut und Böse und das braucht kein Mensch. Vor allen Dingen wir nicht in so einer Situation. Eine Mama, die ihr Kind ins Krankenhaus bringt, das will man nicht lesen. Und deswegen ja, möchte ich euch bitten, da jetzt nicht irgendwelche komischen Dinge zu schreiben. Und dann jetzt noch verschiedene weitere Untersuchungen gemacht. Und da muss ich das dann eben im Auge behalten. Und da würde ich mich dann einfach nochmal bei euch melden. Wir haben im Moment so richtig die Arschkarte gezogen, würde ich sagen. Sorry fürs Wort, aber mein Mann im Krankenhaus am Donnerstag. Ein anderes Kind war auch im Krankenhaus. Und jetzt der Gianluca. Also, ne, wir sind voll mit dabei. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Ne? Liam, was meinst du? Also, ich melde mich nochmal bei euch. Bis dann. Tschüss. Meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Gott sei Dank, hier in gewohnter Umgebung. Der Gianluca, der durfte mit nach Hause. Der liegt unten in seinem Bett. Der ruht sich noch etwas aus. Und ich kann euch sagen, dass es wirklich ein ziemlich, ziemlich großer Schreck war. Vor allen Dingen, weil der Notarzt mir so eine große Angst gemacht hat in der Nacht, als der Gianluca, als es ihm schlecht ging, als er diesen Schwächeanfall hatte. Er meinte, es stimmt irgendwas mit den inneren Organen nicht und irgendwie war ich total beunruhigt, aber
Jetzt bin ich ein bisschen gefasster, sagen wir es mal so. Also Niere, Galle, Leber, alles wurde untersucht. Das Blut ist alles gut. Wir müssen es natürlich weiter kontrollieren, warum er da diese Schwächeanfälle bekommt. Dann das Gelbe im Auge mit dem Bilirubin. Also da bin ich auf jeden Fall dran. Ich werde euch da in den weiteren Blogs auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich entschuldige mich auch an dieser Stelle, dass es wahrscheinlich alles so ein bisschen durcheinander war. Und wir hatten halt auch so lange Wartezeiten immer, was jetzt nicht das Problem ist, also alles gar keine Frage, es gibt Schlimmeres und ich bin ja froh, dass nichts Schlimmes dabei rumgekommen ist, aber ich war, glaube ich, in diesem Video etwas verpeilt, weil das in letzter Zeit alles ein bisschen viel ist. Ich muss jetzt nächste Woche auch nach Italien fliegen zu meinen Eltern. Das wird alles andere als lustig, also Italien hört sich ja eher nach Urlaub an, aber es wird definitiv kein Urlaub werden. Ja, und wie gesagt, an dieser Stelle Entschuldigung und ich möchte euch wirklich darum bitten, jetzt nichts Komisches in die Kommentare zu schreiben, was es sein könnte und so weiter, das habe ich schon erwähnt, weil uns das einfach noch mehr verunsichern würde. Genau. Okay, also dann bedanke ich mich, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart bis hier und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.